Rawanski für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Gut Ding will ja bekanntlich Weile haben. Viele Monate wurde über den Gesetzesentwurf diskutiert. Rekordverdächtige 6 Referentenentwürfe gingen diesem Entwurf nun voran. Und gerade die Wirtschaft jaulte ja am lautesten auf. Widerstände von Unternehmen, aber auch von den Teilen der Union waren aberwitzig zum Teil. Und wie immer wurde der Untergang des Wirtschaftsstandorts Deutschland heraufbeschworen. Wie immer zu Unrecht. Aus linker Sicht gibt es durchaus einige Kritikpunkte an diesem Gesetz. Darauf hat bereits meine Kollegin Karin Leit deutlich verwiesen. Aber ich muss es hier noch mal sagen, Gut Ding will Weile haben, nicht nur Weile haben, sondern es muss auch gut Druck aufgebaut werden, gemeinsam mit den Initiativen und Verbänden. Und ich bin froh, dass hier es gemeinsam gelungen ist, auch mit Beteiligung der Linken, dass es jetzt hier in Deutschland zumindest ein bisschen Quote gibt, ein bisschen gutes Ding, an dem wir heute alle teilhaben können und auch noch in Zukunft teilhaben werden. So können wir zumindest den Regelungen in der Privatwirtschaft zustimmen. Denn es ist in der Tat ein guter Schritt, ein guter Anfang, natürlich mit der Tendenz, weiterzumachen. Und wir brauchen die Gegner der generellen Quotierung und Hardliner, brauchen hier auch nicht weiter blass zu werden und den Untergang des männlichen Abendslandes herausbeschwören. Denn die Frauenquote soll ja gar nicht für alle Unternehmen gelten. Es ist keine Quote im Sinne von 50-50, sondern schüchterne 30%. Und diese Quote soll ja gerade mal für die Aufsichtsräte, allerdings nicht für die ganzen Vorstände gelten. Und trotzdem ist es ein wichtiger, ein historischer Schritt in Richtung Gleichberechtigung. Und vor allen Dingen ist es nicht nur ein Tag für Frauen, sondern es ist eigentlich ein guter Tag für Männer und die Unternehmen, die jetzt keine Ausreden mehr haben, auf den Sachverstand und die Qualität von Frauen in ihren Reihen zu verzichten. Eine feste Quote von 30% soll es eben nur für die Aufsichtsräte für ca. 100 Großunternehmen geben. Aber ich möchte schon an dieser Stelle noch mal fragen, was passiert eigentlich mit den 3.500 börsennotierten und mitstimmungspflichtigen Unternehmen? Selbstverpflichtungen haben schon bei den Banken nichts genützt. Sie nützen auch hier nicht. Bessern Sie hier nach. Sanktionen bei Nichterfüllung, bei den selbstgesteckten Zielvorgaben sind auch nicht erfüllen. Einfach mal so ein Bericht hinschludern reicht nicht aus. Das hat alles so die Durchschlagskraft dann im Nachgang von so einem Pappschwert. Und ich möchte Sie hier einfach auffordern, diese Leerstelle weiter zu füllen und vor allen Dingen die 30%-Quote, wenigstens die 30%-Quote, rasch auf alle börsennotierte und mitbestimmungspflichtigen Unternehmen auszuweiten. Natürlich kämpft die Linke für eine, auf lange Sicht auf eine Ausweitung der Quote von 50% in den Aufsichtsräten, aber vor allen Dingen in den noch wichtigeren Vorständen. Und grundsätzlich fordern wir das ja auch nicht nur für die Privatwirtschaft, sondern für den öffentlichen Dienst und eigentlich für die gesamte Arbeitswelt. Und vielmehr sollten wir auch sehen, dass diese Quote ein Mittel zur Gleichstellung ist. Sie ist aber nicht deren Ziel. Wir müssen die strukturelle Benachteiligung von Frauen in der Gesellschaft beseitigen, damit das verschwindet. Um es klar zu sagen, wir brauchen weitere Weichen, erst recht bei gleicher Qualifikation und Eignung, damit Frauen in den Führungsetagen vorkommen, dass sie dort zur Selbstverständlichkeit werden und dass sie keine exotische Ausnahme sind. Und ich möchte hier noch mal die Betonung darauf legen, von Frauen im Alltag, im gesellschaftlichen Zusammenleben und gerade den Aspekt der Arbeitswelt hier noch mal anführen. Gerade Frauen sind von Niedriglöhnen, von prekärer Beschäftigung betroffen und für sie, und nicht nur für sie, aber gerade für sie, brauchen wir einen flächendeckenden gesetzlichen Mindestlohn, das Ganze ohne Löcher, ohne Hintertüren und auch ohne Tricksereien. Und es muss weiter bei den Löhnen und bei den Arbeitsbedingungen angesetzt werden, meine Damen und Herren von der Regierungsbank. Denn wir Linke, wir stehen weiterhin nach wie vor für gute Arbeit und gute Löhne. Und das gilt gleichermaßen auch für die Frauen. Und ich möchte hier abschließen noch mit einem Wunsch für die Zukunft. Ich wünsche mir für alle Frauen, aber auch natürlich für die Männer und für die Unternehmen,
dass die Nachfrage, ob man eine Quotenfrau sei, sozusagen nicht als Beschimpfung oder sozusagen als Basismodell sieht, sondern dass das eine Nachfrage ist, eine Selbstverständlichkeit, ein Zusammenleben dessen, dass es schön ist, dass sich hier Qualität durchgesetzt hat, genauso wie es für Männer gilt. Und das alles nicht nur, weil übermorgen Frauentag ist. Vielen Dank. Der Kollege Markus Weinberg hat für die CDU